Leute, willkommen zurück zu Nexomon 2 bzw. Nexomon Extinction. Heute wieder, wie ihr es sehen könnt, am Bildschirm mit Diana. Moin! Hi! War letzte Folge schon dabei? Wenn ihr das gesehen habt, unbedingt reingucken, denn sonst wisst ihr auch nicht, wo wir gerade sind. Wo ist denn der Rabbit da? Ja, guckt die letzte Folge an. Diana, wir eisen ein. Bin bereit. Ich bin so geil. Ja. Oh Gott, es gibt so viele Wege. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll und was ich überhaupt eineisen soll. Und es sind überall Monster hier und es ist ein Elektro. Den kennen wir schon. Aus dem anderen Labor. Das ist ein typisches Labor, Nexomon, ne? Ich find's lustig, dass hier Nexomon sind. Okay, also man kann alles eineisen. Hier ist verschlossen. Was hat er gesagt? 4 Sachen müssen wir reparieren, ne? Wie viele Generatoren weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube 4. Okay, wir haben also mehrere Wege vor uns. Bin gespannt. Wo ist der Mann eigentlich hin? Hast du gesehen, wo er hingelaufen ist? Nee, ne? Da ist er wieder. Armer Generator! Dieser Berliner Dialekt. Kann man nicht mit. Was? Kann nicht mithalten bei dem hohen Energieverbrauch in Kalium. Oh Gott. Energie. Ja, furchtbar, der Mann. Okay, hey, läuft wieder. Jutte Arbeit. Gar nicht so schwer, oder? Jut, du könntest hier als Mechaniker anfangen, Blue Rabbit. Nein, danke. Was? Ich find's. Wir hätten es eigentlich noch krasser durchziehen können, finde ich. Hätten sie ja. Oh, Mauzi. Also, okay, wir müssen einfach nur die 4 Generatoren ansprechen, sozusagen. Und wir haben ihn im Inventar. Oh Gott. Wollen wir fertig machen mit der Fiene? Okay, wir haben ihn im Inventar. Haben den ersten Generator. Ich glaube, 4 war es. Bin mal echt gespannt, wie schnell wir das hinkriegen. Also, da war rechts mal jetzt nur einer, was mich gerade ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Oh Gott, du siehst ja creepy aus. Er hat Hasenohren. Er ist ein böser, böser Hass. Ja, aber guck dir die Zähne an, die Stacheln am Hals, den Schwanz. Und den Schwanz. Oh mein Gott, da muss ich aber, Bruder, muss ich los. Hm? Ich finde den toll. Er ist halt auch ein Geist, ne? Ich finde den toll. Was hat er zum Geist gepasst? Okay. Das ist so ein halbes Folterinstrument. Ja. Ein halbes, der ist ein ganzes Paket. Okay, hier kann man nichts machen. Das Werkzeug oder so kannst du nicht mitnehmen. Nee, es leuchtet immer dann. Glühbirne kennen wir auch schon aus dem anderen Labor. Gar nicht, dass wir hier so viel neue Nexomon treffen. Hier ist auch nichts. Hä? Da hättest du doch runterlaufen können. Ich guck gerade. Okay, so hier sind mehrere Wege. Versuche mich gerade irgendwie zu orientieren. Oh, die Uhr, letzte Entwicklung. Haben wir gerade noch nie gesehen. Schick, ja. Schicke Verzierungen, ja. Ja, ist schick. Aber ein bisschen unheimlich. Im Auge. Weiß ja nicht so recht. Ja, und geht's auch weiter? Okay, das ist so ein großes Gebiet, ne? Aber wo sind die ganzen Generatoren? Ich laufe hier gefühlt im Kreis und finde keinen gerade. Der sieht so nett aus. Den brauchen wir nicht. Es sind so viele Wege. Aber ich sehe keinen Generator. Will ich verarschen? Renner, warum ist die so groß? Oh mein Gott, die letzte Entwicklung, glaube ich. Vom Gehirnroboter. Haben wir auch noch nie gesehen. Wir sammeln auf jeden Fall ein paar neue Nexomon-Einträge. Aber, wo sind die scheiß Generatoren? Bin jetzt wieder da oben? Ja. Was? Hä? Im Kreis gelaufen. Aber da war doch noch eine Treppe weiter runter. Wo, hier unten? Ja, hier unten. Ja. Wir müssen nur gerade alle Wege irgendwie abzugehen. Wo, hier? Nee, noch weiter nach links. Da ging's weiter. Ein Stein gelaufen. Ja, genau, hier. Geht's weiter. Und eine kleine Treppe. Oh Gott, es ist ja groß hier unten. Wie soll man da jemals 4 Sachen reparieren? Ich finde mir niemals. Ich hätte gedacht auch, dass er 3 gesagt hat, aber ich... Egal, auch 3 wird schwierig. Wir haben einen gefunden. Oh, hier ist einer. Hier ist einer. Ah, nee, wir müssen rumlaufen. Oh, eine Kiste. Diese Roboter. Nee, bist du leider echt keine interessanten Nexomon hier, ne? Du bräuchtest echt einen Schutz. Du bräuchtest echt einen Schutz. Ja. Ja, super kaputt. Dann reparieren. Bam. Geht wieder. Easy. Jetzt sollte ich Kalium länger durchhalten. Jetzt sollte ein paar... Was? Ein paar Tage. Und? XP-Booster. Perfekt. Mehr Erfahrungspunkte pro Kampf. Das stackt sich auch. Wow. Ah, da ist ein kleiner. Guck mal. Das ist bestimmt eine Vorentwicklung. Ja. Da ist er noch. Sus. Ah, oh, das ist noch rosa-rot. Oh.
er wird cool. Okay, hier ist aber auch sonst nichts mehr. Hä, das war jetzt ein Raum hier? Ich bin gerade verwirrt, wie wir die ganzen Generatoren finden. Selten. Hat der eine Weste an? Und eine Brille angedeutet? Das sieht aus wie eine Sekretärin. Ja, aber hat man nicht schon mal gegen den Professor gekämpft? Ich glaube, ne? Das müsste die Vorentwicklung dann sein wahrscheinlich. Oder die weibliche Version? Keine Ahnung, für mich sieht das aus wie eine Sekretärin. So eine ganz klassische. Ja. Ich habe echt viele... Ich will aber auch keinen Schutz einsetzen, leider, weil... es echt lange dauert und nicht so einfach ist. Wo gehen wir jetzt weiter hin? Sehr selten, der nächste Mann zu finden. Also wir kamen von oben. Rechts sind wir zurückgekommen, ne? Da war ja kein Weg mehr nach unten. Nee. Aber sind wir nach rechts auch hier schon gegangen? Nee, ne? Doch, da kommst du auch gerade her. Ah! Oh mein Gott, eine riesige Glühbirne. Da kommst du her. Aber... Von hier rechts? Hä? Achte, nee, ich bin nicht verwirrt. Ich kam von links. Hier ist noch ein Generator. Ah. Ich komme da hin. Mülleimer erstmal looten. Erstmal die Treppen. Die Leiter runter. Ne, Leiter. Na, Gott, ist der nächste Hund. Leider nichts Interessantes. Nee. Komm ich hier rüber? Nee. Ich hätte eigentlich keine Chemikalien mehr. Okay, Nummer 3. Wenn deiner recht hat, sind wir jetzt fertig. Wenn nicht, dann schauen wir. Ja, aber... Sofort reparieren. Ich weiß es halt nicht mehr sicher. Ich habe eine kurze Essenspause zwischen. So gut wie neu. Wobei, nein. Dieses Ding wird eines Tages explodieren. Ihr solltet Cardio möglichst so schnell wie möglich verlassen. Okay. Nee, deiner, da fehlt noch einer. Aber wohin jetzt noch? Das eine Auge will nicht mehr so richtig. Was ist mit dem da? Also das da unten ist kein Generator. Nö. Nee, okay. Nö, er leuchtet nicht gut. Oh, lol! Was bist denn du? Er hat nur zwei Fussis und einen riesen Schweif und... Er sieht irgendwie ein bisschen unheimlich aus. So mutantmäßig, ne? Ostrolot. Ja, hat was von Ostrich, also einem Strauch. Strauß. Aber, Nee, hier ist auch nichts mehr, außer ein riesiger Müllhaufen. Unten waren wir jetzt und von hier oben sind wir gekommen. Also hier unten theoretisch dürfte jetzt nicht mehr sein, oder? Ich hoffe es mal. Und hier oben direkt war hier... Oh, hier oben geht's noch weiter. War da oben schon? Ah, er schon wieder. Er ist echt creepy. Ich mag ihn. Ich mag ihn auch, aber er ist creepy. Okay, ich glaube hier oben waren wir noch nie, oder? Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht. Ja, hier ist er. Waren es doch 4. Yeah, ich hab wieder recht. Ich hab gesagt, ich weiß es nicht. Der ist kaputt. Ja, der ist kaputt. Oh no. Mach ihn wieder ganz. So. Dieser Generator sollte wieder funktionieren. Fürs erste, Amelies Forschung braucht einfach so viel Energie. Da werden sie nicht lange halten. Naja, eins nach dem anderen. Okay. Jetzt? Oh, sind im Labor wieder. Danke, Freunde. Ihr habt Cardium einen Dienst erwiesen. Hier habt ihr eine kleine Belohnung. Ah, stimmt. Das... Grüner Kuchen, pinker Pancaken, Eierkuchen. Yeah. Ich würde einen Eierkuchen, bitte das untere. Bin froh, dass ihr darauf bestanden habt, mir zu helfen. War nur ein kleines bisschen merkwürdig. Wir hatten gehofft, dass dieses Präsident uns einen Gefallen schuldet für den Retten der Stadt. Ja. Vielleicht lässt uns jetzt in Amelies Labor. Nee. Oh mein Gott, ihr Kinder. Es tut mir leid, Leute, aber er kümmert sich nicht um diese miesen Maschinen. Verflixt, er würde mich schockieren, wenn er überhaupt wüsste, dass Cardium unter Wasser ist. Er ist ein guter Trainer. Ja, auf jeden Fall. Was ist das für ein Kerl? Er ist der König der Idioten. Und wenn ihr etwas von ihm wollt, gibt es eine Sache, die ihn kümmert. Geld. Nee. Was? Die Mega Arena der Verdammung? Oh mein Gott, da wollen wir rein. Klingt toll. Ja, die Mega was? Schau mir nichts an. Er hat sich den Namen ausgedacht. Das ist eine Art Turnier. Oh, zu seiner Belustigung, also wie früher in den alten Zeiten. Die Gewinner bekommen alles, wonach sie sich sehnen. Wie den Zugang zum Labor. Ach man, ich kann nicht mit meinen Leuten reden, es ist nur Kauderwelsch. Wie wär's, wenn ich für euch dolmetsche? Ja, wenn wir können diesen anderen Idioten reden, ganz einfach. Du klingst sehr stolz. Die Arena ist im Süden der Stadt, ich helfe euch, euch zurechtzufinden. Ah, wo die Typen davor standen, ja, ne? Ja. Tutorial. Derek hilft euch, mit den Leuten in Kalium zu sprechen. Du kannst jetzt die... Was? Einrichtung in der Stadt wie den Shop verwenden. Yay! Wir haben einen Dolmetscher, Deiner. Sehr toll. Also hat es sich doch gelohnt, ihm zu helfen. Natürlich.
Da scheint ja nichts Besseres zu tun. Seine Pflanzen wachsen nämlich auch von alleine. Okay, jetzt haben wir hier eine Heilstation, ja. Nutze ich gleich mal direkt. Sehr schön. So. Wir haben plötzlich richtige Texte. Ja. Ja, genau, der kleine Junge. Nein, er will es halt unbedingt wissen. Ja. Es gibt feindliche Nexomon im Osten. Sie werden jeden Tag angreifen. Es handelt sich meistens um Elektro-Nexomon. Was? Warum geht es wieder Nexomon in einem U-Boot? Guck mal, mein Freund. Du bist eine sprechende Katze. Spiel einfach das scheiß Spiel. Er mag das Spiel. Und die machen ihm anscheinend sehr, sehr viel Angst. Ja. Okay, hier rechts ist auch. Ah, links ist auch. Das müssen jetzt die Typen sein mit der Arena, oder? Ich gehe davon aus, sieht doch noch. Also, würde doch passen. Der Präsident darf nicht gestört werden. Okay, doch. Nicht. Ah, Präsident? Ja, ja. Ja, eins von beiden hat es sein Süden müssen, aber dann muss ja hier irgendwo die Arena sein. Hm, er hat gemeint Süden. Da drüben, ja, genau. Wie sieht's aus? Matz, 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 Matz. Hey, du! Was macht dein Kind hier? Komm runter, Black Ray wird denn das. Wird am Turnier teilnehmen. Dieses Bulk soll kämpfen können. Nun, dann willkommen. Je mehr Kämpfer, desto besser. Yay! So hey, Black Rabbit, stell sicher, dass dein Team bereit ist. Oh Gott, das zu lesen von ihm, ne? Dass dein Team bereit ist. Ja, oh Gott. Du wirst gegen eine Reihe starker Jechner antreten müssen. Oh Gott. Und in dem sind nicht erlaubt. Keine Items. Der Präsident kennt beim Turnier keine Gnade. Ist Cardio wegen diesen Typen so schlecht? Ja, so ziemlich. Er mag nicht besonders helles sein, aber er ist stark. Kalium ging schnell den Bach runter. Da Kalium so schwer zu erreichen ist, hat es die Gilde aufgegeben, die Stadt zurückzuerobern. Okay. Nur hohe Tiere wie Amelie kommen noch her, aus Recherchegründen. Okay, okay. Sie können sich verstecken. Ja. Oh, man kann es klauen endlich mal. Und Donuts schon wird einer. Das ist ein Zeichen. Oh. Zwei Donuts schon gefunden, wir sind bereit. Wie gesagt, ich habe noch einen in der Küche. Yeah. Mit so rotem Zuckerguss. Yum, yum, yum. Oh. Das kann Autoreifen, das ist wie Mad Max, ne? Guck mal da oben, Flammenwerfer, Kettensäge. Oh mein Gott. Hier geht's ab. Wie Mad Max. Ich würde jetzt voll lachen, wenn die so böse aussehen und so kleine Knuddelfiecher in den Kampf schicken. Ja, in Ordnung. Ich glaube, ich habe es kapiert. Ach ja. Auf sie mit Gebrüll! Auf Leben und Tod, wie Gladiatoren! Mit brennenden Autoreifen! Bam! Kloppt euch! Bam, boom, bam, boom! Herum! Und? Wer hat überlebt? Ich warte noch auf den Witz. Welchen Witz? Mega Arena des Untergangs! Yeah, fühle ich da ja noch. Ich warte noch auf den Witz, also dass noch irgendwas Knuddelsüßes kommt bei den harten Leuten. Ja, ich bin ja gespannt, wie der Präsident aussieht nämlich. Ladies and Gentlemen von Cardium, er ist angekommen. Der Schönste, der Intelligenteste. Weißt du, der Intelligenteste der Idioten zu sein, ist auch kein Kompliment, ne? Der König, der Meister, der Gebieter unserer Stadt. Cabo. Oh, den kennen wir, du. Den kennen wir doch. Das ist einer von Omnigrons Kindern, oder? Vom ersten Teil, glaube ich. Präsident Zeta! Ich glaube, das ist im ersten Teil. Was macht der denn hier? Ja, er kennt ihn auch. Cardium, mein Cardium, die schönste Stadt der Welt. Jetzt erklärt es auch die Elektronexamon. Es ist eine Zeit, meine Erhabenheit zu feiern mit einem Turnier. Nur der Stärkste wird siegen. Nun, ich bin der Stärkste. Nur der Zweitstärkste wird sich durchsetzen. Er ist echt voll Idiot. Ihr kennt die Regeln, meine untertänigen Sklaven. Drei aufeinanderfolgende Kämpfe, keine Items. Items sind für Cheater. Kämpft mit aller Kraft und wenn ihr siegt, könnt ihr haben, was das Herz begehrt. Sternchen, einige Ausnahmen sind ausgeschlossen. Ich mag das Game. Lasset die Spiele beginnen. Ha! Das ist einfach der Elektro-Typ, den brauchen wir für unser Ei, Diana. Tja, wir werden aussaugen. Hey, Black Rabbit, dieser Typ, Zeta, ist einer von Denas Geschwistern, richtig. Scheinbar merkt niemand, dass er nur ein Geist ist. Oh, vielleicht hilft er uns, ohne dass wir kämpfen müssen. Ah, nee. Er ist nicht so vernünftig. Nee. Drei Kämpfe, keine Items. Wenn wir gewinnen, können wir nach dem Schlüssel zu Amelies Labor fragen. Ich werde auch teilnehmen. Hauptsache, einer von uns gewinnt, oder? Richtig. Diesmal werde ich im Rampenlicht stehen. Black Rabbit, Zeit dir zu zeigen, wie man richtig kämpft. Ja, okay. Aber ohne Items wird hart, ne? Wenn du kämpfen möchtest, sprich mit den Rezeptionisten da drüben. Ich feuere dich an. Okay.
Also bisher konnten wir viele Kämpfe nur gewinnen durch Items, weil wir halt unterlevelt waren. Ne? Mhm. Und ich bin jetzt echt gespannt. Ein Typ mit blauen Augenbrauen. 3 Kämpfe, keine Items. Ich heile dein Team vorher. Nun, bereit? Ich glaub. Ja, hau rein. Ab in die Todesarena des Todes. Kabusch. Mein erster Gegner ist, also dein erster Gegner ist. Was? Lol. Ernsthaft? Was? Ah, er hält sich bestimmt für was ganz Besonderes als Goldtamer, oder? Black Rabbit. Endlich haben wir eine Revanche. Ich habe unseren Kampf auf den Dracheninseln nicht vergessen. Ja, du warst scheiße. Diana, können wir gewinnen? Bestimmt. Level 36 ist ein schlechter Anfang und das ist ein cooles nächstes Mal. Ne? Mhm. Okay, er hat normale Attacke. Wasserstrahl! Keine Items, wird echt scheiß schwer. Komm, 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 komm. Hau drauf. 8 Leben. Ah, gewechselt. Was? Oh, das geht nicht. Der das hat mit Diana. Das Level geht absolut nicht. 36. Ich muss einen Feuertrag, glaube ich, rufen. Aber die macht halt so viel Schaden, Diana. Warum machst du so viel Schaden? Das bin nicht ich. Nein, prinzipiell. Eine böse Kopie. Nein, prinzipiell, dein Charakter. Oh Gott, macht der Schaden. Wir können es nicht heilen. Er war schneller als wir. Scheiße. Shit. War jetzt Geist stark gegen Normal oder umgekehrt? Ist der nicht wie ein Pokémon? Ich weiß es nicht mehr. Nicht effektiv. Ja, perfekt. Okay. Dann ist es wie ein Pokémon. Psycho! War mit da jetzt effektiv? Ich weiß auch nicht mehr. Ich kann mir das einfach nicht merken. Yeah! Den kriegen wir. Aua. Aua, 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 was? Was? Wo kommt die 53 Schaden her, Diana? Es hat irgendwie Doppelschaden gemacht. So sahst du mir gerade aus. Es wechselte. Erstmal normalen Angriff. Was soll man sonst machen? Bam, down. So. Dann. Scheiß mir drauf, greif nochmal. Ja, nicht effektiv. Wir müssen schnell genug sein, Diana. Du musst jetzt schnell sein. Du warst schnell. Perfekt. Gut gemacht, Diana. Gut gemacht. Wir haben leider unseren Geist verloren. Scheiße. Das ist schlecht. Wir haben jetzt geheilt? Ich glaube nicht. Ich hoffe es. Also. Nein! Ich glaube, er hat vergessen, warum wir hier sind. Ja. Ich glaube nicht, dass wir geheilt werden. Zweiter Gegner ist. Das mir rat die Dame. Nein, oh, ein echter Typ. Ein Bartbruder! Guck ihn dir an, ein Bartbruder, Diana! Diana? Ja, ich hab doch gesagt. Hab nicht gehört. Ihr seid doch Oberflächler. Ihr haltet euch für was Besonderes, oder? Besseres, oder? Ihr meint mit eurem ach so schönen Sauerstoff, unser was? Okay, er hat uns angeschrien, glaube ich. Ja, er ist stinkig. Er mag uns nicht. Er hat nur 2 nächste Mal und hat einen Hammer. Und wir haben ein Elektronexamon. Perfekter Anfang. Besser kann sich starten. Nur, wie schon oft gesagt, Nexamon, die paar Level-Unterschied, die wir hier sehen zum Beispiel, ist viel. Das ist verdammt viel in Nexamon. Weil ihr seht's ja, ne? Hat den Vorteil und der geht nicht mal ansatzweise down. Noch. Jetzt aber. Und? Elektro. Echt scheiße, ne? Oh nein, wir sind irritiert, Diana. Oh Gott, ihr macht mir gar keinen Schaden. Und macht keinen Schaden, Diana? Ich weiß es nicht. Das sieht so metallisch aus. Problem ist, das Hin- und Herwechseln der Nexamon kostet mich immer ein Aua, ne? Ich werde ihn aufgeben. Leider. Diana, du finishst ihn, okay? Natürlich. Weißt du, ganz fest. Mit Plasma-Stern! Hat's halt echt gemacht. Deiner ist zu krass. Sind aber gelöscht. Aber okay, 2 von 3 erst leider. Puh, ich hab vom dritten ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Ja, vor allem, dass man wirklich alles ohne Items schaffen muss. Ja. Dein dritter Gegner ist... Was? Eine Dose. Das ist ein Müllhammer. Guck ihn dir an. Ein Oberflächenbewohner wagt es mich, den Champion von Kaliumar auszufahren. Er hat eine Sonnenbrille, das ist cool.
Oh, schwacher Sterblicher. Was? Was? Sterbliche? Das verwirrt mich gerade. Du strebst nach einem fernen Traum von Großartigkeit, nicht wahr? Grausam ist die Herrin des Schicksals, die gegen mich... Was? Die dich gegen mich aufbringt? Der Kerl trägt einen Mülleimer! Okay, ich bin gespannt. Was kann der Mann? Wie viel Nexmann hat er? 3. Okay, wir starten wieder perfekt rein. Wir wurden ein bisschen geheilt, oder? Ich muss leider durchziehen mit ihm. Also, oh, nein, er hat nicht gereicht! Oh. Scheiße. Das hat er gewechselt. Ja, ich muss leider aber auch. Und jetzt kriege ich wieder Damage. Das ist so blöd, ne? Aua. Ja, die Hälfte erhöht die Verteidigung. Verteidigung bringt das. Palmenschüttler. Nee. Oh, übel. Ja. Oh Gott, die ist auch schneller als wir. Scheiße. Sieht aber auch echt hübsch aus. Ja! Der Gegner. Hab's wieder. Sind wir nochmal schnell genug? Ich weiß nicht. Ja! Ja! Wasserdrache haut rein. Ein Geist? Woher bist du denn? Kennen wir noch nicht. La, nicht schnell genug. Autsch. Okay, unser letzter Gegner. Shit. Er ist stark gegen uns, wissen wir ja. Gegen normal, gegen Diana. Wenn wir jetzt nicht schnell genug sind, haben wir schon mal großes Problem. Nein! Feuer hätte nämlich so viel Schaden gemacht. Diana, wir haben ein Problem, der ist zu schnell. Dieser ja, tote Vogel. Ich merk's. Ne, er ist zu schnell, sogar für den Elektronik, Mann. Wie viel Level hat der? 39? Das kann man nicht gewinnen, Diana. Wir können 39 nicht gewinnen. Ne, der ist viel zu schnell. Ne, wir machen auch keinen Schaden. Oh. Nein! Unser Sandwirbel ging daneben. Wie kann das denn sein? Er hat's mir tot. Schade. Der war zu krass. Level 39 war viel zu viel für uns, Deiner. Scheiße. Ja, ja. Scheiße. Was soll man denn da machen? Also nochmal. Also nochmal. Da müssen wir nochmal. Aber ich muss trainieren vor Deiner. Ja. Scheiße, 39 war zu krass. Leute, wie gesagt, in dem Spiel hier ist das so ein Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel wie unser Steinvieh hier Level 32 ist oder 39. Das ist so unglaublich viel. Das, ne. Ihr habt ja gesehen, nicht mal unser Level 37er konnte schnell genug zuschlagen. Ne, übel. Was da ist, ein Level haben wir ja auch schon gesehen, was das ausmacht. Richtig, richtig. Deswegen muss ich leider trainieren, Leute. Und wir sind am Ende der Folge ja eh angekommen. Das passt ja. Wir haben die Generatoren repariert. Wir haben einen Dolmetscher bekommen. Und wir haben gesehen, das Todesturnier des Todes kann Spuren von Tod enthalten. Da gehen wir das nächste Mal rein. Nachdem ich mich hier ein bisschen hochgelevelt habe. Ach, schade. Das letzte, das war fies, ne? Ein nächster Mann hat es noch gelöscht dann. Aber 39 war auch, das war zu krass. Aber es war knapp. Es war knapp für den ersten Versuch. Richtig, ja, wir sind bis zum letzten nächsten Mal gekommen. Und das mit unseren unterlevelten nächsten Mann. Da kann man nicht meckern. Wir haben ein solides Team. Nur ein bisschen zu schwach auf der Brust. Das ändern wir jetzt. Das ändern wir jetzt, Leute. Dann sehen wir uns gerne in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Und guckt euch gerne die Playlist dann vom ersten und zweiten nächsten Mal Let's Play jetzt auf der Endcard. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschüssi.